Ja, hallo, herzlich willkommen, 1000 Best TV. Wir sind hier wieder mal mit einer wahnsinnigen Wartepause. Ewig habe ich schon keine gemacht, bei einer Top 5 Sendung. Und diesmal eine Top 5 Sendung aus einer Praxis, wo ich wirklich viel Erfahrung habe, nämlich mit Tests von neuen Motorrädern. Wir sprechen heute quasi über die Motorradneuheiten 2018. Jetzt im Rückblick muss man sagen, wir haben jetzt Anfang September 2018, jetzt habe ich all diese Motorräder intensiver fahren können, teilweise als Dauertester, teilweise bei unterschiedlichen Tests, habe ich viel Erfahrung gesammelt und wir schauen uns jetzt an, was sind jene 5 Motorräder, die das, was sie am Saisonbeginn im Prospekt versprochen haben, in der Werbung versprochen haben, aber auch in den ersten Videos versprochen haben, am intensivsten gehalten haben, am ehrlichsten gehalten haben und jetzt auch zu Saisonende von uns immer noch dieses Prädikat empfehlenswert kriegen. Das ist natürlich ein Wahnsinn, wie viele Leute schon warten und nur ein Posting vom trifft mich jetzt schon hart. Da schreibt der Mario Habinger, schreibt, bei Zonko hatten wir wenigstens ein Bild. Also dass der Zonko uns überlegen ist da bei 1000 PS in Sachen Videotechnik, das ist natürlich jetzt ein Wahnsinn. Aber muss ich meine Kollegin in Schutz nehmen. Ich meine, ich sitze jetzt auf meinem Schreibtisch und mache gemütlich meinen Bürojob, kommt rein und sagt, ja, wir haben jetzt einen Livestream um 12. Dann kannst du mal verschlafen. Deswegen, tut mir leid für die paar Minuten, ich bin jetzt wirklich da irrsinnig schnell runtergeströmt. Aber ich habe mich auch vorbereitet, meine Top 5 Motorräder sind beisammen. Und es ist eine illustre Auswahl, diese Top 5 Motorradneuheiten 2018 in der Praxis. Ist ein bisschen eine merkwürdige Auswahl auf den ersten Blick. Es sind jetzt komplett unterschiedliche Motorräder, die aber jetzt untereinander nicht in Konkurrenz stehen, sondern eigentlich sagen, okay, wie viel von dem, was sie versprochen haben, halten sie in der Praxis auch jetzt ein. Und das ist, finde ich, schön, dass da wirklich in jedem Segment ein Motorrad gibt, was tatsächlich jetzt auch nach intensiver Betrachtung und nach sehr vielen Testkilometern immer noch das hält, was sie versprochen hat. Schön, dass da die Kollegen aus Thailand wieder dabei sind. Die Wora ist dabei. Einen schönen guten Morgen wünscht der Austrian Nippon Rider. Na, freut mich sehr. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Ich muss mich da wieder ein bisschen orientieren. Aber vielleicht fangen wir gleich an mit den Top 5 Neuheiten. Und wir fangen an mit einem relativ kleinen Motorrad. Wir fangen an mit einem 125er. Und da finde ich es toll. Honda hat mit der CB125R für mich ist auf Platz 5 geschafft bei den Motorradneuheiten 2018. Einfach aus dem Hintergrund, sie haben ein Motorrad auf die Beine gestellt, wo ich sage, das hält das, was es verspricht. Die Maschine wirkt in der Werbung, aber auch in den ersten Fotos, die veröffentlicht worden sind, so ein bisschen als edlere und gediegenere 125er. Vielleicht nicht ganz so grell wie eine Duke oder eine MT, muss man sagen. Also sie hat jetzt hier nicht die hippe Optik, die sich die ganz jungen Leute vielleicht erwarten würden. Aber dieses Gediegene und dieses Stylische, was sie rüberbringt und auch diesen bisschen edleren Touch, der verfestigt sich jetzt bei den Testfahrten, die wir gemacht haben. Und ich bin die übers Jahr an unterschiedlichen Plätzen gefahren, bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen und war einfach immer begeistert von dieser Qualitätsanmutung, die die Maschine in dieser Klasse hat und von der Haptik der verarbeiteten Instrumente und wie leimend das für eine 125er Fahrt. Vielleicht schauen wir uns da an, wie das jetzt ausschaut da draußen in der weiten Welt, in der Praxis. Ich hoffe, ich habe da eine gefunden. Ich meine, was schon immer Wahnsinn ist, wenn ich mir so 125er anschaue heutzutage, ich habe jetzt zum Beispiel eine neue, die kostet halt in Deutschland 4.390 Euro. Das ist für 125er, empfinde ich als jede Menge Holz, muss ich ehrlich sagen. Gerade bei der Honda ist es aber so, ich finde schon, dass man es hier im Bild auch sieht, dass hier alles einfach leiwand ausschaut. Also man kann es wirklich mit leiwand und edel schön beschreiben. Das ist eine Designsprache, die man so in der 125er Klasse nicht vermuten würde. Die hat gute Bremsen, die hat ein leiwandes Fahrwerk und wenn man drauf fühlt, hat man viel Vertrauen für das Motorrad und traut sich auch wirklich auf längere Strecken fahren, weil man nicht das Gefühl hat, das fliegt dann auseinander, wenn man weite Distanzen fährt. Also das finde ich toll, dass Honda dieses Niveau von dieser CB-Reihe, von dieser neuen in die 125er Liga reingebracht hat. Ich bin die heuer gefahren, an 4 verschiedenen Locations, bei 4 verschiedenen Events und muss sagen, sie hat mich nie enttäuscht und hat ja, ihr Versprechen eingelöst. Deswegen für mich auf Platz 5, vielleicht eine Überraschung für den einen oder anderen für euch, in den Top 5 Motorradneuheiten 2018 und für mich eine tolle Empfehlung für jene Leute, die es in der 125er Klasse jetzt nicht so grell haben möchten, sondern ein bisschen eine gediegene und edlere Erscheinung an den Tag legen wollen. Unterbricht natürlich der Kollege jetzt da spricht jetzt natürlich ein wichtiges Thema an. Sie hat nicht die vollen 15 PS, die sie haben dürfte, die Honda. Es ist leider so. Honda sagt, okay, sie hat eine tolle Ausstattung und sie hat ein niedriges Gewicht. Das stimmt, das merkt man auch in der Praxis. Es ist aber natürlich so,
dass trotzdem hätte sie 100 zusätzlich zum niedrigen Gewicht doch die volle Leistung einfüllen können, weil dann wären sie den Mitbewerbern überlegen. Wir sind jetzt auf der Kartstrecke gefahren bei den 125er-Vergleich, im direkten Vergleich mit anderen Fahrzeugen, und durch das niedrige Gewicht und die guten Komponenten war das so, dass man da bei den, in dem engen Winkel keinen Nachteil hatte, aber Honda hätte einen Vorteil machen können. Niedriges Gewicht, gute Komponenten plus die volle Leistung, dann wäre es absoluter Superstar gewesen. So ist es okay, aber jetzt nicht der überragende Superstar in der 125er-Klasse. Das muss ich schon sagen. Sonst gibt es, glaube ich, kein Feedback zu dem Thema. Austrian Nippon Rider freut sich über unser Klemmseck-Video. Vor allem natürlich auch Kollege Fauli und Julia sind zurückgekommen, glaube ich, am Sonntag oder am Samstag. Waren beim Klemmseck, haben wir Spaß gehabt. Machen wir weiter mit Platz 4. Und Platz 4 steigen wir in eine ganz andere Liga ein. Und ich habe es da jetzt schon am Bild in meiner 1000 Best Marktplatz-App. Wir reden da jetzt von der Ducati Panigale V4S. Jetzt schaue ich, ob ich noch eine finde, die vielleicht schon ein paar Kilometer drauf hat. 0 Kilometer. Weil da habe ich einiges zu berichten. Mit der Ducati sind wir extrem viel auch gefahren bei vielen Events. Das war ein Wahnsinn, was die Kilometer gemacht hat. Na, da ist keine... Gibt es noch einen Moment? Ist ja wurscht, nehmen wir uns die neue da zur Brust. Es sind ja jetzt einige Vorführer mit dabei und so Motorräder, die schon ein paar Kilometer am Buckel haben. Es sind ja im Marktplatz auch immer neue Fahrzeuge mit dabei. Und bei der Panigale V4 und bei der V4S war es so, dass wir die bei unseren 1000 PS Bridgestone Track Days haben wir die bei jedem Event als Testfahrzeug mit dabei gehabt. Und da war ich überrascht, was dieses Fahrzeug dort mitgemacht hat. Das war einfach unglaublich. Wir haben die Maschine mit gehabt bei unseren 1000 PS Bridgestone Track Days, zum Beispiel in Brünn. Und da sind auf diese Maschine in 2 Tagen, sage ich anscheinend, 56 Probefahrten drauf gemacht worden. Das heißt, 56 Leute in 2 Tagen sind gefahren auf der Rennstrecke. Die Maschine ist quasi nonstop gefahren. Dort sind wir genau die gefahren, nämlich die V4. Die V4S haben es da nicht mit gehabt, die V4. Die Maschine ist 2 Tage nonstop gefahren. Sie haben es nur einmal in der Mittagspause natürlich rausgenommen, dass die Reifen wechseln. Dann haben sie für den zweiten Tag haben sie dann die Slicks sogar raufgegeben. Noch ärgere Belastung im Prinzip fürs Fahrwerk, fürs Chassis. Und die Maschine hat voll durchgehalten. Und das ist natürlich schon was man so als Technokrat wie ich und als bekennender Japan-Fan dann den Motorrad hoch anrechnet, dass so eine intensive Belastung trotz dieser unglaublich edlen Optik, wegsteckt. Also das hat auch diese harte Praxisnutzung komplett problemlos weggesteckt. Und das ist jetzt nicht nur in Brünn bei uns so gelaufen, sondern wir haben die 1000 PS Track Test dann noch gehabt am Red Bull Ring, am Bannonia Ring. Und die Maschine war immer mit dabei. Und das gesamte Jahr ist Ducati Österreich mit der gleichen Maschine gefahren. Die hat jetzt tausende Rennstreckenkilometer drauf und hat immer wunderbar funktioniert. Und es ist Ducati Österreich ja doch eine kleine Organisation. Ich weiß, dass die da jetzt nicht den wahnsinnigen technischen Betreuungsaufwand da hingezaubert haben. Die haben das wirklich sehr hemdsärmlich technisch betreut, haben geschaut, dass das halbwegs passt, aber da ist jetzt nicht irgendein Deluxe-Service gemacht worden, also durchaus normal, und die hat das super weggesteckt. Was ich auch noch überrascht war, wie leimend diese Panigale V4 auf der Landstraße fährt, da ist sie für mich jetzt mittlerweile die Nummer 2 hinter der Fireblade. Also Fireblade ist für mich das leimendste 1000er Superbike auf der Landstraße, muss ich sagen, ist das angenehmste, ist richtig leimend, und die Panigale V4 hat mich überrascht, wie umgänglich und einfach die zu fahren ist, diese unglaublich göttliche Diva. Und deswegen für mich eine ganz, ganz tolle Empfehlung im Supersportbereich. Das ist ein praxistaugliches Motorrad, die wirklich gut funktioniert, zäh wie Leder ist, haben wir gelernt auf den 1000 Best Track Days, und auf der Landstraße leimend funktioniert. Es schreiben einige, ist mein Traumbike, und dann fragt der Sascha, ob sie auch wendig ist oder nur schnell. Natürlich ist diese Maschine wendig und schnell. Wobei man natürlich immer sagen muss, es gibt immer Motorräder, die noch wendiger sind. Und gerade bei einer Panigale, so eine Fireblade empfinde ich als noch wendiger wie eine Panigale zum Beispiel. Und weil der FOF Official schreibt, V4 ist ein Dampfhammer, und ich muss sagen, man sitzt sich bequem. Aber die Nachteile wollen wir nicht vergessen, sie ist immer noch ein echter Eierkocher. Also die Panigale V4 nicht mehr ganz so intensiv wie die V2, aber trotzdem noch heftig, wie heiß es da im Hosenboden wird, wenn man vor allem im Stadtverkehr unterwegs ist. Und das ist auch der einzige, qualitative Mangel, den man beim intensiven Praxiseinsatz erlebt hat. Tatsächlich hat es einige Leute gegeben, die mit der Maschine Probleme gehabt haben bei gemischten Landstraßen- und Rennstreckeneinsatz, dass der Serienauspuff, der Cut, auf der Rennstrecke dann durchbrennend ist. Das habt ihr dann eben mitgekriegt im Laufe des Jahres, hat es dann einmal einen Aufschrei gegeben, dass von brennenden Panigales.
Das ist dann das Problem, wenn man wirklich ernst auf der Rennstrecke fährt, ständig in einem hohen Belastungszustand, ständig in hohem Drehzahlbereich und richtig Leistung durchschickt, dann schafft diese Serienauspuffanlage den Durchsatz über einen längeren Zeitraum nicht. Und diesen reinen Track-Day-Fahrern empfiehlt Ducati dann natürlich den Einbau von einer Komplettanlage. Ist eh nett. Ja? Und ist natürlich auch das, was in Österreich mal praxistauglich macht, weil wir bei uns rundherum überall Strecken haben, wo man offen fahren kann. Nur Problem ist natürlich für Leute, die damit gerne auch auf Rennstrecken fahren, die dB-Limits starke haben und dort wirklich lange und konsequent hohe Rundenzeiten fahren, gute Rundenzeiten fahren, die haben möglicherweise beim derzeitigen Status quo, beim derzeitigen Mappings und Auspuffanlagen, die draußen sind, tatsächlich die Herausforderung, dass bei der Serienauspuffanlage, beim Serienkrümmer mit dem Seriencut einfach teilweise zu heiß wird. Das wissen die Insider ohnehin. Ja, das ist so und das trübt das insgesamt extrem positive Bild, das ich von der Panigale da gehabt habe, auf den 1000 Base Bridgestone Track Days. Daher für mich nur auf Platz 4, weil ansonsten wäre es für mich natürlich auf Platz 1. Weil ein so radikales, orges Superbike mit solchen Leistungsdaten, das dann in der Praxis auf der Landstrecke und auf der Rennstrecke so toll funktioniert, hätte ich gerne auf Platz 1 gehen, aber dieser eine Makel, den rechne ich jetzt natürlich schon, kreide ich hier schon hoch an und deswegen nur auf Platz 4. Der Ludwig muss leider los, sagt er, die A-Schein-Theorie-Prüfung. Das ist eine Ausrede, mein Junge, dafür darfst du den Livestream verlassen. Ich wünsche natürlich alles Gute. Und natürlich hat die Windkante hier bei uns richtig erkannt. Ducati hat an der Haltbarkeitsschraube gedreht. Es ist natürlich auch so, dass durch den neuen Eigentümer Ducati einfach ein Preis gestellt ist, was die finanzielle Ausstattung betrifft, dadurch einfach mehr Möglichkeiten hat, sich da länger Zeit zu lassen, auch in der Entwicklung. Da ist nicht immer so das Wasser bis zum Hals. Finanziell und deswegen hat man da ein bisschen mehr Spielraum und auf der anderen Seite glaube ich, in der Prozessoptimierung hat Audi da wahrscheinlich auch nochmal einen guten Input unten zusammengebracht. Ja, und Panigale V4, Einsatz für große Leute, also ich bin 1,85 und gerade weil es den breiten Lenker anspricht, das ist der Vorteil, der mir in der Panigale V4 gefallen hat im Vergleich zu Fireblade, dass man einen richtig breiten Lenker hat und das ist glaube ich auch der Schlüssel zum Erfolg, wieso die auf der Landstraße so komfortabel, oder so komfortabel ist natürlich immer relativ, aber für den Supersportler einigermaßen komfortabler zu fahren ist. Das hat mich wirklich überrascht. Und abschließende Meldung noch, tatsächlich eine der wenigen Motorräder, wo ich persönlich wirklich auch sagen würde, die Standardversion ist ausreichend. Also die normale V4, ein wirklich gutes Motorrad, auf der Landstraße genau richtig, hat wirklich gut funktioniert. Das Setup von dem Fahrwerk war gut, hat gepasst. Und habe ich nicht im Sattel jetzt das Gefühl gehabt, da vermisse ich jetzt dramatisch was. Also man muss unbedingt die S haben, weil man sieht es natürlich schon hier, das sind ja die deutschen Preise, in Österreich kommt ja dann die Nova auch noch dazu. Also so V4, dann so V4S, da sind dann noch ein paar Tausender Unterschied. Im Konkreten in Deutschland 6.000, in Österreich mit der Nova dann 8.000, ist natürlich schon heftig. Der Felix, mein, wie schaut es mit psychischer Hemmschwelle aus, zwecks Wehrarzt? Na ja, klar, ist das ein unendlich, schier unendlich teures Motorrad für manche Leute. Für andere ist es nichts Besonderes. Ich war jetzt auf der Nordschleife letzte Woche und auf der Nordschleife, also ich möchte nicht übertreiben, aber ich schätze, ich habe da 20 Panigales gesehen. Also die wird bewegt in der Praxis. Es gibt da draußen viele Leute mit Kohle und die haben die Motorräder nicht nur in der Garage, sondern die bewegen sich auch. Also auf der Nordschleife einige Panigales dort und die Leute waren wirklich super happy und das waren leimende Gespräche, die haben wirklich viel Spaß gehabt dort und habe mir dann auch in meiner Entscheidung bestätigt, dass ich das da in meine Top-5-Liste mit reinnehme. Ja, ist natürlich ein bisschen eine abstruse Mischung. Sascha hat es richtig erkannt, CB125 und Panigale in einem Top-5-Video. Ja, trotzdem möchte ich es nochmal erklären. Heute reden wir über die Top-5-Neuheiten 2018. Einfach hinsichtlich dessen, können die in der Praxis das, was sie am Jahresbeginn versprochen haben? Und da ist für mich komplett egal, was das für ein Motorrad ist. Und das hat eben die Panigale am viertbesten für mich gemacht unter allen Neuheiten, die heuer am Markt gekommen sind. Es gibt Neuheiten, die auch sehr, sehr gut sind, aber dieses Versprechen eben nicht ganz eingelöst haben. Gehen wir auf Platz 3, das ist ganz ein anderes Motorrad. Gehen wir auf Platz 3, da ist eine Triumph mit dabei. Da haben wir eine. 2015er, ich suche 2018er, 2016, 2011, Kinderlein, oder was gibt es da alles? Also die Rede ist von der Triumph Tiger 800 und jetzt müsste ich es natürlich nur schaffen, dass ich mir da nur die 2018er reinhole. Habe ich natürlich schlecht vorbereitet, weil ich wollte die Neuheiten zeigen, aber gerade, das ist eine neue, oder?
gerade die von der Triumph, die gibt es halt unter dieser Namensbezeichnung schon länger. Und jetzt habe ich den Filter nicht eingeschränkt. Ah, da habe ich eine. Da habe ich eine Triumph Tiger 800. In dieser Variante ist eine XCA-Ausstattung aus Deutschland. 2018er Baujahr, typischer Fall von einem Vorführmotorrad, wahrscheinlich mit 4800 Kilometer. Und für mich die Triumph Tiger 800 XCA oder generell die Tiger-Reihe für mich ganz, ganz wichtig sind, die Top 5 mit reinzunehmen, wenn ich spreche von den Top 5 Neuheiten 2018 in der Praxis. Wie funktionieren sie wirklich? Die Tiger 800 bin ich gefahren bei verschiedenen Gelegenheiten während der gesamten Saison. Wir haben ja immer wieder Videoproduktionen. Einmal bin ich es auch gefahren, zum Beispiel beim Alpenmasters in den französischen Alpen, auf übelsten Asphaltbedingungen, bei schlechtem Wetter. Da habe ich zuletzt dann wieder geschwärmt. Und ich muss sagen, Triumph hat es geschafft, dass sie bei extrem starker Konkurrenz, also weil diese Enduro-Klasse, diese Hubraum-Klasse ist ja wirklich hart umkämpft. Und Triumph hat es geschafft, dass sie hier die Führung halten und gehen niemand geringeren als BMW. Und ich finde, dass hier gibt es einen harten Zweikampf in der Liga. Und da sind ja zwei Neuheiten in den Markt gekommen, die BMW F850 GS und die Tiger 800. Und ich finde, dass vorher die Triumph für mich hier in dieser Liga das leibendere Modell war. Und auch jetzt ist es wieder. Und das finde ich beeindruckend, wie eigentlich die kleinere Firma da aus England BMW da die Stirn bieten kann und auch den anderen die Stirn bieten kann mit einem so herzerwärmenden Motorrad. Das ist wirklich leiwand und umgekehrt ist so, bei der 1200er ist genau umgekehrt, da kann Triumph machen, was sie wollen, es ist nie so leiwand worden wie die 12er GS. In der 12er Klasse ist da für mich die GS halt das leiwandere Motorrad. Warum ist die 800er so leiwand? Sie hat es geschafft, dass sie einen wirklich aggressiven, kernigen Motor, wo man, wenn man im Sattel sitzt und den Motor dreht und Gas gibt und fährt, einen richtig, wie soll ich sagen, einen räudigen Gesellen mit dabei hat, mit dem man allerhand Blödsinn anstellen kann. Das fühlt sich jetzt nicht so nach braven Bikern. Diese Hubraumklasse möchte ja immer auch ein bisschen eine Vernunft vermitteln, weil es ja quasi nur die mittlere Hubraumklasse ist. Und wir reden davon von 13.000 Euro, also ist eh schon ein Wahnsinn, was die Hubraum-Mitte heutzutage ist. Also das ist ein Motorrad, das eigentlich ein bisschen Vernunft vermitteln möchte, aber diese Vernunft ist dann nicht da. Das ist nicht vernünftig, das ist einfach leiwand und kernig und fährt klasse und man hat Spaß. Und das ist das Tolle, dass ein Motorrad, das diese Symbiose so rüberbringt, diese Symbiose aus Vernunft und Fahrspaß und Freude und dann aber trotzdem auch diesen Fahrkomfort hat. Und das schafft die Triumph Tiger 800 wie kein anderes Motorrad, vermutlich wegen dem Dreizylinder. Offensichtlich ist der in dieser Hubraumklasse einfach leiwander als ein Zweizylinder, ich weiß es nicht, aber das ist im Sattel, ist man immer so bedient, wie man es möchte. Man möchte anrauchen, kann man anrauchen, man möchte Fahrkomfort, dann hat man Fahrkomfort. Und wenn ihr in dieser Preisklasse, in dieser Hubraumklasse kaufen möchtet, ist für mich die Tiger 800 die geilste Neuerung in diesem Segment im Jahr 2018. Ich weiß nicht, ob da noch jemand das was gepostet hat von der Tiger 800. Ist noch kein Feedback von euch. Ich weiß nicht, ob es da jemand besitzt von euch. Man sieht natürlich, die Tiger 800 hat ja auch ein bisschen eine Historie. Das ist jetzt nicht wirklich was Neues. Wir haben ja da einige Angebote auch den älteren Baujahren. Und alles, was ich jetzt sage, gilt natürlich auch für die älteren Baujahre. Die Tiger 800 war von Beginn an für mich in der 800er Reisenduro-Klasse ein super leiwandes Motorrad, das leiwandste Motorrad in dieser Klasse. Und sie ist einfach mit jedem Update besser geworden. Jetzt kommt das große Aber, was ich überhaupt nicht pack, sind diese komplett undurchsichtigen, also für mich sind sie undurchsichtig, verschiedene Namenskürzel. Das hat immer was damit zu tun, ob es eine Straßen- oder eine Geländervariante ist, also mit Speichen oder mit Gussrädern. Aber ich finde, da tut sich Triumph keinen Gefallen. Sie versuchen natürlich hier so viele Ausstattungsvarianten wie möglich anzubieten und im Prinzip an BMW ranzukommen. BMW fertigt ja jedes Fahrzeug auf Kundenwunsch individuell. Und Triumph versucht mit einer großen Auswahl an unterschiedlichen Modellvarianten diese Individualität irgendwie anzubieten. Aber sie werden es eh nie ganz so hinkriegen, weil diese Produktionsform in der Tiefe, in der Detail verliebt hat, macht halt nur BMW. Und da finde ich, ist man fast ein bisschen, wie soll ich sagen, gerade auch beim Suchen bei uns in der Gebrauchbörse, immer wieder auch überfordert, wenn man da nach XCA, nach XCR, nach XC sowieso suchen muss. Also ich denke, man sollte die einfach alle Triumph Tiger 800 bezeichnen und dann kann der Kunde ja eh schauen, möchte eine Mitte ohne Speichen fegen. Das finde ich, das ist nicht wirklich griffig gelöst, aber ja, ist ja nur meine Privatmeinung. Schön, dass der Sascha das ähnlich sieht. Sascha schreibt, Tiger 800 fährt sehr schön, tolles Bike, kann alles. Und die Bananenschwinge, also mit der Bananenoptik, gefällt auch einigen Leuten hier. Und
Dann, guter Hinweis von Dirk. Also Dirk meint, dass das Händlernetz von Triumph nicht dicht genug ist. Dirk, jetzt bin ich echt dankbar, dass du es angesprochen hast, weil ich hätte es jetzt vergessen. Das ist eine Katastrophe in meiner Vorbereitung heute gewesen. Das ist der Grund, warum ich privat keine Triumph habe. Muss jetzt leider offenbaren. Ich habe mich heuer in die Speed Triple S verliebt, auch in die Dirk 800 verliebt. Aber wenn ich jetzt von mir mit meiner Triumph zum Service fahren muss, muss ich ja, in den Norden von Wien oder nach Wien ins Zentrum reinfahren. Das sind von mir über eine Stunde Fahrzeit. Oder in die andere Richtung zum Kesselbauer, die Steiermark, ist auch eine Stunde. Ich weiß nicht. Also man ist natürlich von den dichten Händlernetzen der Japaner verwöhnt. Da habe ich da quasi auf der anderen Straßenseite einen Suzuki und einen Honda-Händler. Das ist natürlich das andere Extrem mit 2 Minuten Anreisezeit. Aber irgendwie ein bisschen muss Triumph schon schauen, dass sie es zustande bringen, zumindest ein Werkstatthändlernetz auf die Beine zu stellen, dass die Kunden halt, ich weiß nicht, was für euch das oberste Limit ist, postet das drunter, dass Triumph gleich weiß, was die Hausaufgaben sind. Wie weit ist für euch das Limit, dass ihr sagt, wie weit fahrt ihr mit eurem Motorrad zum Service, sind es 10 Minuten, 20, 30 Minuten oder bin ich da eh nur ein verwöhnter Fratz und fahre eh auch gerne 1-2 Stunden, um einen guten Händler zu erreichen. Postet es da unten drunter. Ich muss sagen, ich gebe den Kollegen recht, der das gepostet hat. Ich finde auch, dass das Händlernetz noch nicht dicht genug ist und ich muss zu weit fahren. Deswegen, ich privat habe keine Tiger oder auch keine Speed Triple. Leider nur aus dem Grund, weil ich sonst zu weit zum Händler fahren muss und man das bei meiner Anzahl der Motorrädern zu stressig ist, dass ich da immer so viel fahren muss. Ja, das finde ich jetzt aber nicht. Christian schreibt, die Tiger 800 ist ein tolles Gefährt, aber die Optik ist noch immer nicht schnittig genug. Also das finde ich jetzt nicht so, weil ich finde, dass die, natürlich ist sie jetzt 2018 von der Optik her jetzt nicht eine komplette Revolution und nichts wirklich dramatisch Neues, aber wenn ich da oben sitze, wenn ich damit mich bewege, wenn ich die Bedienelemente angreife, finde ich das eine hochwertige Optik. Es ist eine eigenständige Linie, gerade bei der 800er. Also muss ich sagen, finde ich persönlich gut und das ist eine schöne Linie. Also für mich passt es, aber okay, kann natürlich verstehen, dass da Geschmäcker verschieden sind. Technik sagt auch, er ist seit 3 Monaten ein Besitzer und er sagt, ein bester Allrounder. Super, sehe ich auch so, ein ganz toller Allrounder für kurze und lange Strecken. Sehr gut. Ja, und der Highsider spricht natürlich die zweite Marke an, wo man Probleme hat mit dem Händlernetz. 1,5 Stunden Fahrzeit zum Aprilia-Händler. Das ist bei mir der Grund gewesen, wieso ich mir nie diese RSV4 gekauft habe, wo ich ja immer die schnellsten Rundenzeiten hingelegt habe, aber das Händlernetz ist mir nicht dicht genug. Deswegen in den letzten Jahren entweder Yamaha oder jetzt eben Suzuki für die Track-Test, da habe ich den Händler in der Nachbarschaft und habe weniger Wege einfach. Da gibt es jemanden, der Michael Neikel meint, er hat vor 6 Wochen eine GS Adventure gekauft, wegen unserer Berichte und der Testfahrt im Highbike Test Center, freut mich sehr. Muss ich nächstes Jahr die 1250er kaufen? Da bin ich jetzt leider an eine Schweigeklausel gebunden. Wir wissen da schon ein bisschen was. Es ist auch schon eine Testfahrt ausgemacht, aber ich darf jetzt leider noch nichts sagen. Wir sind sie noch nicht gefahren, aber es weiß eh schon jeder, dass sie kommt. Aber wir fahren sie jetzt irgendwann einmal und der Test kommt dann und dann können wir sagen, ob man jetzt sie kaufen muss. Jetzt meine Mutmaßung jetzt anzustellen, wäre schwer unseriös. Ich glaube, sie wird besser, aber ich glaube nicht, dass es so eine Revolution wird, dass man jetzt eine 6 Wochen alte GS auf den Markt schmeißen muss. Das glaube ich nicht. Ich habe jetzt aber wirklich nur Vermutung. Ja? In ein paar Monaten, spätestens auf der Intermod, wirst du mehr wissen, da werden alle Fakten präsentiert werden. Ja, machen wir weiter dann. Was natürlich nicht fehlen darf, wenn man über Neuheiten spricht, ist die Duke 97. Die Duke 97 habe ich auf Platz 2 gegeben und habe ich jetzt deswegen auf Platz 2 gegeben, weil ich jetzt zuletzt auf der Go-Kart-Strecken ihr wirklich nochmal schwer die Kante gegeben habe und die Maschine nochmal intensivst ausprobiert habe und das noch einmal alles verifiziert habe, was wir der Maschine attestiert haben. Die KTM 97 Duke für mich auf Platz 2 der Top 5 Motorradneuheiten 2018. Wie fahren Sie in der Praxis? Was halten Sie, was die Werbung versprochen hat? Das macht die Duke 97 wirklich großartig. KTM hat was geschafft, was wirklich nicht vielen gelingt und wo man dann irgendwann aber aufpassen muss, dass es nicht in einen Mainstream abdriftet. Die Maschine ist zu einem sagenhaften Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten worden, mit teilweise günstigen Komponenten und Lösungen drauf auf der Maschine, die man spürt und fühlt und sieht und riecht, dass das jetzt nicht die Edelware ist. Auf der anderen Seite funktioniert es halt einfach gut. Also das fährt richtig, richtig gut.
Das Fahrwerk ist nicht einstellbar und trotzdem bin ich auf der Supermoto-Strecke mächtig schnell gefahren. Der Motor ist ein von den Leistungsdaten nicht spektakulärer Zweizylinder in der 790er-Klasse, aber das hat Druck von unten, dass es richtig mächtig ist. Und hier zum Beispiel, man sieht es ja, das ist eine 48 PS-Version, die testen wir übrigens nächste Woche. Sie gibt es auch als H2-Version. Also das ist ein richtig gut gelungenes Motorrad. Und jetzt muss man nur aufpassen, KTM hat halt von früher noch dieses Image, dass es so das ganz edle Ready-to-Race-Bike produziert, wie zum Beispiel die 99 Super Duke R war ein, so ein Beispiel, oder die letzte Duke 3 zum Beispiel, waren so richtige Ready-to-Race-Edel-Raketen mit ganz, ganz argen Komponenten auch drauf. Die RC8R war auch sowas. Und das ist halt die Maschine jetzt nicht mehr. Und da muss man halt aufpassen, wenn man jetzt sowas erwartet als KTM-Fan und vor einer RC8R vielleicht gefahren ist oder eine 99 Super Duke R ist auch ein ganz gutes Beispiel oder eine 99 Supermoto R und dann steigt man auf das um, dann vermisst man diese Brillanz in der Verarbeitung und vermisst man diese edle Detailverliebtheit bei den Komponenten. Was man trotzdem nicht vermisst ist, wenn man mit ihr auf die Strecken geht und anraucht. Und das ist, deswegen gebe ich sie auf Platz 2, weil es die KTM-Ingenieure und die Testrider geschafft haben, ein massentaugliches Produkt zu einem massentauglichen Preis so gut hinzustellen und es so schnell fährt. Was haben wir beim Dauertester bis jetzt für Herausforderungen? Wir haben jetzt 6000 Kilometer drauf und ich habe jetzt gesehen, ich muss jetzt schauen, oben beim Zylinderkopfdeckel schwitzt die Maschine ein bisschen. Das möchte ich beim nächsten Service anschauen lassen, warum man da ein bisschen Öl rausdrückt. Ist nicht viel, aber ist ein neues Fahrzeug und das möchte ich eigentlich nicht. Und was habe ich noch gehabt? Und die Bremsscheiben vorne sind schon leicht bläulich und haben auch bei der Testfahrt auf der Supermoto-Strecke nicht mehr diese Kernigkeit gehabt, die ich gerne hätte. Und da bin ich jetzt gespannt, wie KTM damit umgeht, ob man das auf Kulanz geregelt kriegt oder nicht. Für mich die Maschine auch nicht auf Platz 1. Es sind diese zwei Qualitätsmängel, die ich jetzt gehabt habe in diesen 6000 Kilometern, sehr intensive Kilometer. Zwei Mängel für mich sind jetzt im Moment am Tablet. Schauen wir mal, was KTM damit umgeht. Wir bringen es zum Service und schauen und wollen uns das erledigen lassen. Weiß nicht, was ihr dazu sagt. Da meint jemand, es kommt eine 890 Duke R. Möglicherweise, ist hundertprozentig sicher, weiß man es nicht, aber es liegt nahe. Es wird aber dann auch so sein, wenn so eine R-Version kommt, sie wird um das, was sie leibender ist, auch mehr kosten. Das braucht niemand glauben, dass das ein Schnäppchenparadies wird und man dann für ein paar hundert oder mehr die Mörder-Fahrwerkssachen drin hat und die Mörder-radialgeschraubte Bremsanlage mit der Mega M50 Monoblock-Zange. Das wird es nicht geben um ein paar hundert Aufpreis. Also es wird so sein, dass diese R-Duke ein paar Komponenten halt zusätzlich kriegt und ein bisschen mehr kostet. Oder das wird richtig so teuer werden und dann wird es echt mächtig werden. Was wissen die noch? So sehe ich das mit der Duke und deswegen, also wir haben auch für uns hier bei 1000 PS eine 97 Duke gekauft, einfach weil ich weiß, dass es nicht wirklich ein Geschenk geben wird bei der R-Version, die möglicherweise nächstes oder übernächstes Jahr kommt und wir bauen uns die R-Version einfach selber nach, so wie wir sie brauchen. Also wir haben sie jetzt gerade ein paar Sachen bestellt beim Fahrwerk, da lassen wir ein bisschen was machen und machen sie punktuell so in die Richtung, in die wir sie gerne haben. Was habt ihr noch geschrieben? »50 Minuten zum KTM-Händler«, naja, ist natürlich auch ein bisschen weit. Okay, und natürlich schreibt jetzt jemand, die 1290 Duke R ist simple the best, aber da muss man jetzt gleich eins sagen. Eine 1290 Duke R kostet in einer leibenden Ausstattung das Doppelte wie die 790 Duke R. Und doppelten Fahrspaß hat man aber nicht. Also diese 790 Duke R kommt beim Fahrspaß wirklich nah an die 1290er ran. Und wenn jetzt jemand schreibt, er kommt mit der Optik nicht klar, muss ich sagen, ja, es gibt auch ein paar Details, die mir nicht so gefallen. Das Kennzeichen, zum Beispiel ein Kennzeichenträger ist nicht so leibend, Auspufflösung ist auch nicht so gut. Das wird natürlich geändert. Also wir kriegen jetzt einen anderen Kennzeichenträger rauf, anderen Auspuff habe ich schon. Aber ich habe jetzt gesehen, da gibt es einen doppelflutigen, den bin ich noch dran am Organisieren. Also wir werden unser Duke wunderschön herrichten und die wird dann optisch sicher passen. Auf meinem Instagram-Kanal unten drunter sollte der Link sein, habe ich hier einige Fotos für unser 1000 PS. 97 Duke im Dunlop-Design. Ja. Für mich auf Platz 2, auf Platz 1 nicht wegen dieser kleinen Qualitätsmängel, die ich vorher erwähnt habe, aber in Summe eine tolle Empfehlung für ein universelles, herzerwärmendes, leibendes, sauschnelles Motorrad zu einem wirklich angenehmen und verkraftbaren Preis. Okay, was haben wir noch? Fangen wir mit Platz 1 an, oder?
Fangen wir mit Platz 1 an. Platz 1 ist ein Motorrad, das sich einfach keine Blöße gegeben hat, das gesamte Jahr über. Das hat vom ersten Testkilometer, vom ersten Testmeter, von den ersten Fotos auf der Messe bis zur letzten Testfahrt, bis zur Fahrt in den Alpen, einfach immer das gehalten, was sie versprochen hat. Jetzt schaue ich, ob ich eine gebrauchte auch irgendwo finde. Das sind alles nur neue leider. Die Rede ist von der Kawasaki Z900 RS. Ich werde mir da jetzt eine suchen. Dann brauche ich da nicht auf diesen Bikespion zurückgehen. Also bei unserer Marktplatz-App ist es so, ihr seht auf der Startseite, habe ich ja diese Top 5 Suchergebnisse mit dabei. Also das, was ich in den Videos hier quasi abfeiere, habe ich hier auf einen Klick. Das heißt, da kann ich dann sagen, okay, zeig mir an, diese Top 5 Leiman DV2 Naked Bikes, drücke drauf und komme dann zu diesen ganzen Angeboten, zu dem Thema. Und jetzt suche ich mir aber in speziellen ein Motorrad raus, nämlich die Kawasaki Z900 RS, dass ich da ein bisschen einen Preisüberblick habe über die Maschine, die mich heuer wirklich bei jedem einzelnen Test so begeistert hat. Und das ist jetzt auch nicht wirklich ein Geheimtipp. Die Maschine hat sich ja gerade in Deutschland, aber auch in der Schweiz extrem gut verkauft. Und da muss man eins sagen, in Deutschland ist Kawasaki in den Zulassungszahlen massiv nach vorne gerutscht. Ich glaube, die sind in Deutschland auf Platz 2 hinter BMW. Aber glaube ich auch nur, weil BMW sehr viele betriebliche Zulassungen hat, also sehr viele Vorführmotorräder bei den Händlern angemeldet hat. Bei den Zulassungen auf Privatpersonen ist Kawasaki, glaube ich, sogar mittlerweile auf Platz 1. Aber für den eigentlich mal kleineren Hersteller aus Japan ein sensationelles Ergebnis. Und da ist wichtig natürlich so ein leibendes Motorrad, was sie da gebracht haben, die Z900 RS. Aber auch die gute Händlernetzpolitik, die Kawasaki in Deutschland mit den Händlern gemeinsam macht. Wir haben da jetzt zum Beispiel ein Vorführmotorrad da. Sie gibt es ja in verschiedenen Farben. Also ich muss sagen, ich finde sie genauso, wie ich es jetzt hier hergezeigt habe, richtig. Schauen wir sich die an. Und ich weiß nicht, wer sich eine von euch gekauft hat. Jetzt schreibt zum Beispiel der Wirt, wie heißt der? Kann ich nicht lesen, Username. Warum die RS und nicht der normale Z900? Also die normale Z900 ist auch ein gutes Motorrad, empfehle ich gerne, ein tolles Nakedbike, aggressive Optik. Für mich, die Sitzposition ist für mich, weil ich bin ein bisschen größer, nicht gediegen und angenehm genug. Und die Z900 RS für mich noch ein bisschen ein souveräneres Fahrzeug. Sie hat noch eine bessere Ausstattung, Traktionskontrolle ist mit drinnen. Aber es ist ein Motorrad, was ich, wenn ich es anschaue, noch begehrenswerter empfinde wie eine Z900. Aber das ist ja normales, wie soll ich sagen, Geschmacksthema. Wenn dir eine Z900 besser gefällt, dann ist die Z900 für dich das bessere Motorrad. Aber irgendwann, muss ich sagen, kommt man wahrscheinlich in ein Alter, wo man dann möglicherweise eine RS schlicht und ergreifend edler und begehrenswerter empfindet wie eine Z900. Und die Grüße nach Köln gebe ich natürlich zurück. Schön, dass du dabei bist. In Köln bin ich ja auf der Intermod in 3 Wochen, glaube ich, ist es. 1. Oktoberwoche, die gesamte Woche auf der Messe am 1000 PS Stand. Und da sehen wir uns vielleicht. Z900 RS hat alles gehalten, was sie versprochen hat. Einen mächtigen Motor, der bekannt ist ja aus der ganzen Z-Reihe, aus der Z900-Reihe, der in jeder Lebenslage für mich eine Dimensionierung darstellt, wo ich sage, das ist genau richtig. Da sitzt drin, denkst du, genau so muss ein Motorrad sein. Schönen Druck von unten raus. Oben raus genug Reserven, sagenhaftes Ansprechverhalten. Dieser breite Lenker, diese aufrechte Sitzposition, diese hochwertige Verarbeitung an allen Details, diese japanische Qualitätsanmutung, trotzdem aber diese edle Optik, die man eigentlich nur einem Europäer zutraut, das hat Kawasaki einfach richtig gut hinbracht. Das Einzige, was ich Ihnen schon ein bisschen angreife, Sie haben eine Z900 gehabt, die, finde ich, extremes gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und jetzt ist die Z900 RS jetzt nicht einfach ein bisschen eine aufgewertete Z900, sondern ist eigentlich, wie soll ich sagen, irgend sowas wie ein Premium-Modell. Und da hat halt Kawasaki was gemacht, was man nicht so gerne sieht als Kunde, einfach ein Geschäft draus gemacht. In dieser Klasse, dieser Kaffee-Racer, sind die anderen Motoren halt auch schweineteuer. Wenn ich mal anschaue, diese Ducati Scrambler, die neue, kostet ja ein Vermögen. BMW R90 ist auch kein Schnäppchen. Deswegen, die Konkurrenz in dieser Liga ist halt auch sehr teuer. Und Kawasaki hat halt natürlich jetzt nicht diesen Preisvorteil da irgendwie ausgespielt, den sie durch diese Baukastensystematik machen könnten, sondern sie haben einfach das Motorrad vermutlich auch hergenommen, um damit Geld zu verdienen. Gehe ich mal davon aus, dass man mit dem Motorrad schön Geld verdient, weil natürlich der Aufpreis zur Z100 ist schon beträchtlich. Betrachtet man es mit der Z100, sagt man, okay, das ist ein beträchtlicher Aufpreis. Betrachtet man es im Vergleich zu einer R90 oder zu einer Scrambler von Ducati, sagt man, na, ist eh schwer in Ordnung der Preis. So muss man das halt betrachten. Ja,
Weiß ich nicht, was ihr zu der Z100RS noch sagt, aber der Brunito Bandito ist ja auch gefahren in Kreuznach im Sommer und hat einen Spaß schon mal damit gehabt. Und der Jakob meint, ob es noch kleine Vierzylinder geben wird. Das ist natürlich eine gute Frage, ob Hersteller noch kleine Vierzylinder bauen, aber ich glaube, also ich weiß nicht, was du als klein bezeichnest, aber die neue CB-Reihe, also Honda wird sicherlich die CB-Reihe in der 600er-Kategorie jetzt neu bringen. In diesem Jahr braucht man kein Hellseher sein, 125, 300 und 1000, da fehlt in der Mitte was in dieser Neosports-Café-Serie. Wir werden es, denke ich mal, diesen Vierzylinder-Motor weiterverwenden und das wird passen. Und der Rob Morgenstern fragt, ob man die mit 1,96 noch gut fahren kann. Ich finde, die Z900RS ist gerade auch für große Piloten eine gute Wahl und eine angenehme Wahl und hält deswegen für mich auf Platz 1 das, was sie versprichst, am besten von allen Motorradleuten 2018. Wenn du sie jetzt ansiehst und du hast eine gewisse Erwartungshaltung an das Motorrad, dann wird die Erwartungshaltung mehr als erfüllt. Und natürlich, was eine falsche Erwartungshaltung darfst du nicht haben, sie hat jetzt zum Beispiel keine Verkleidung, das ist natürlich jetzt trotzdem ein Nakedbike, ist eh klar. Aber ansonsten haben die ihre Hausaufgaben gemacht und einfach für mich die beste Neuheit 2018 hingestellt, wenn man schaut, okay, was verspricht Kawasaki und was hält Kawasaki. Und mit der, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer, der das Probefahrt und kauft, nach einem Jahr sagt, na, das war Fehlentscheidung. Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber bitte, wenn jemand dabei ist, der soll sofort bitte hier schreien. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass mit diesem Motorrad irgendjemand in der Praxis nicht zufrieden ist. Deswegen für mich auf Platz 1 die wärmste Empfehlung, die ich abgeben kann, wo man dann sicher mit dem Motorrad voll zufrieden ist. Warum habe ich nicht die Café genommen? Ich persönlich bin die Café sehr gern gefahren. Sie ist jetzt aber wahrscheinlich nicht das Motorrad, das ich so in die breite Masse empfehlen kann in der Sendung. Deswegen ist jetzt Geschmackssache, ob jetzt RS oder Café. Für mich sind zwei Motorräder gemeinsam auf Platz 1. Ich habe jetzt die RS vorgestellt. Ich persönlich finde die Café, habe ich aber eh schon mal geschrieben, auch noch schöner als die normale RS. Ja. Kann man Fragen zu anderen Motorrädern stellen? Ich weiß nicht, wir sind jetzt eigentlich mit dieser Top 5-Sendung fertig. Also alle, die jetzt ihre Fragen beantwortet haben zu diesen 5 Motorrädern der Motorrad 2018, können sie im Prinzip abdrehen. Jetzt können wir noch ein bisschen Plauderstunde machen, wenn wir schon da sind. Vielen Dank fürs Mitmachen. Es sind natürlich jetzt viele Motorräder, 40, 50, 99 eben, nicht in dieser Top 5-Liste drin. Es heißt jetzt nicht, dass die jetzt schlecht sind, das Niveau ist ja hoch. Heißt aber schon, dass dann da oder dort Punkte gegeben hat, wo ich bei der zweiten, dritten, vierten, fünften Testfahrt draufkomme, das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt nochmal so hoch in den hohen Himmel loben würde. Da würde ich jetzt mehr Kritik anbringen. Aber bei diesen 5 Fahrzeugen im Speziellen, die ich da jetzt präsentiert habe, bin ich jetzt echt, wie soll ich sagen, auch nach einer sehr intensiven Erfahrung mit dem Motorrad immer noch von einer ganz hohen Meinung. Ja, S1000XR wird zum Beispiel angesprochen. S1000XR finde ich jetzt ein bisschen Verschwendung von Sendezeit, wenn ich darüber spreche, weil das Motorrad ist ja amtsbekannt. Ist ein amtsbekanntes Motorrad mit einem famosen Komfort-zu-Geschwindigkeitsverhältnis. Wenn man das möchte, schnell und komfortabel unterwegs sein, führt dann dieser S1000XR eh keinen Weg vorbei. Ich habe sie immer besser empfunden als die Multistrada, die ist sicherlich der stärkste Mitbewerber, auch heute noch so. Ich finde sie fahrt in jeder Hinsicht besser, ist meine Meinung. Ist vielleicht so, weil ich so ein Japan-Fan bin. Auf der anderen Seite die Super Duke GT, die eine Alternative ist, versprüht sicher mehr Aggressivität, hat aber dann, wie soll ich sagen, finde ich, der Bedienkomfort hat es BMW einfach besser geschafft, diese ganzen Funktionen unterzubringen als KTM. Das sehe ich immer einen Pluspunkt bei BMW, weil es eine voll ausgestattete XR, kannst du über die Lenker enden, finde ich, schneller und einfacher dirigieren wie eine Super Duke GT. Das ist für mich so der wesentliche Unterschied. Ja. Ich mag die modernen Nakedbikes nicht, wenn dann eben die Retro-Dinger, liegt wohl am Alter. CM hat das gepostet und das ist natürlich jetzt bei der Z900S genau ein gutes Beispiel und da fällt aber die XS100, die jetzt ist, sonst wäre die da auch mit drinnen, auch mit dabei, mit drunter. Das sind eigentlich von den Fahrleistungen her Nakedbikes, die famos fahren, tolles Fahrwerk, tolle Bremse, toller Motor, aber eben eine leimende Optik haben und deswegen für mich so Z900S oder eine XS100 von Yamaha für mich ganz tolle Motorrad und sehe ich natürlich wie du. Welchen gebrauchten Supersportler empfiehlst du für große Menschen? Also je größer man ist, umso angenehmer wird eigentlich diese BMW S1000RR. Die S1000RR ist sicherlich ein Tipp für größere Piloten, schlicht und ergreifend, weil die Testfahrer, die
eine BMW entwickeln, auch größer sind als die Testfahrer, die japanische Motorräder entwickeln. Das ist der Hintergrund, warum die dann halt in der Praxis ein bisschen angenehmer funktioniert. Ja, das ist so der Pauschaltipp, wohingegen auch die älteren E1-Modelle für größere Piloten noch umgänglich waren. Also die neuen ab 2015 würde ich jetzt nicht wirklich als empfehlenswert bezeichnen. Die älteren E1-Modelle sind aber auch noch eine gute Geschichte für größere Piloten. Ja. Dann schreibt Manu Seigl, meint, ob die normale V4-Panigale reicht. Das ist immer so ein dehnbarer Begriff, reichen. Also, ja. Also die normale Panigale V4, ganz tolles Motorrad und reicht für den Track-Day-Einsatz. Und dann ist ja ohnehin so, wenn du jetzt ein ernster Rennstreckenpilot bist und ernsten Rennsport betreiben möchtest, dann ist es eh so, dass das elektronische Fahrwerk nicht gut genug ist. Und dann wirst du sowieso ein Racing-Fahrwerk mit reingeben und wirst dann das eh individuell auf dich anpassen. Für mich hat den großen Vorteil das Öhlins-Fahrwerk, was die elektronische S-Version drinnen hat, die VVS, dass das einfach so narrensicher einfach funktioniert und man einfach zwischen Landstraße und Rennstrecke mit Mausklick quasi im Display sich das Setup umbauen kann und da einfach einen riesen Komfortvorteil hat. Und das funktioniert einfach klasse, ohne dass man groß ein Hirn einstrengen muss. Man kriegt aber auch die V4 mit einem sauberen Schraubenzieher. Und wenn man sich einmal für die Landstraße abstimmt, einmal für die Rennstrecke, kann man da sicher wunderbar fahren. Am Ende des Tages, was du musst selbst entscheiden. Es sind ein paar Tausender und du hast halt dann einfach das Top-Gerät in der Garage. Ist doch auch ein bisschen ein anderes Gefühl. Musst du für dich selbst empfehlen oder entscheiden. Ja, Super Duke GT gibt es mit dem Rode Deck 3 von Conti einen Reifentipp, den kann ich natürlich auch so unterschreiben, ist eine gute Geschichte. MT07 2018, bedeutenswerte Verbesserung zum Vorgänger. Ja, ist verbessert worden, Revolution, nein. Farbig ein bisschen besser, Optik ein bisschen angepasst. Niemand muss jetzt in den Schauraum gehen und zum Händler gehen und seine MT07 verkaufen und sich eine neue kaufen. Ich würde einfach jetzt sagen, wenn du eine MT07 fährst, eine alte, fahr sie noch ein, zwei Jahre, du wirst damit zufrieden sein und steig dann auf die MT09 um und den Zwischenschritt, die neue MT07 zu kaufen, würde jetzt nicht gehen. Andererseits, wenn du jetzt vor der Wahl stehst, eine neue MT07 oder eine gebrauchte MT07, bin ich gerade bei der MT07 eher ein Fan von einer neuen, weil du hast einfach zum wirklich leimenden Preis ein nagelneues Motorrad und hast halt dann dieses Risiko, dass der Vorgänger ein Trottel war und das nicht gescheit behandelt hat. Gerade bei der MT07 ist es doch so, dass das wirklich leistbar ist und du, wenn du die zwei, drei Jahre fährst, dann nicht so dramatisch viel Kohle ablegst. Also schnorz beim Papa oder bei der Mama einfach nochmal mehr nach, dass die dann noch was nachlegen für die MT07. Aber gerade da würde ich dann eher zu neuen greifen. Nicht, weil sie so viel besser ist, sondern einfach, weil sie ein neues Motorrad ist. Eine S1000R mit 2 Jahren Fahrerfahrung empfehlenswert. Also die S1000R ist ein Motorrad, das angenehm zu fahren ist, das auch jetzt für Leute empfehlenswert ist, die nicht die ganz ultimative Erfahrung haben. Aber es ist schon ein Motorrad, das ich nur jemandem empfehlen möchte, der einen stabilen Charakter hat. Also wenn du jetzt irgend so ein junger Freak bist, der immer, wenn er am Mädcheninternat vorbeifährt, einen Willi hinlegen muss, dann ist das nicht das richtige Motorrad für dich, weil dann wirst du nicht lang leben, weil das einfach extrem performant ist. Wenn du einen stabilen Charakter hast, schon ein bisschen Reife mitbringst, dann kannst du die fahren, du kannst die mit dem Setup super zurechtlegen, hat ein super Ansprechverhalten, hat tolles Fahrwerk, tolle Komponenten und ein hochwertiges Fahrzeug ist immer auch ein Fahrzeug, was für nicht so erfahrene Piloten auch gut zu fahren ist, weil einfach viele Sicherheitsreserven da sind. Also ich hoffe, das war eine gute Antwort für dich. Wann gibt es erste Fotos vom neuen Fighter? Ist eine V4. Die Ducati-Neuheiten bringen wir nächste Woche am 10. oder 11. September online. Also da kriegen wir die Infos rein und dann werden wir sie für euch veröffentlichen. Okay, ja, ich glaube, das waren ganz gute Infos noch. Insider-Info von einem Conti-Mitarbeiter kriegen wir da rein. Das darfst du nicht sagen, natürlich. Also ein Conti-Mitarbeiter sagt, er arbeitet im Werk in Korbach von Conti, wo der Rode Deck 3 gefertigt wird. Es ist das Topmodell im Verkaufszahl im Moment. Ja, weiß man in der Branche, dass dieser Reifen Conti sehr gut gelungen ist. Und damit macht Conti jetzt nicht nur den anderen Hersteller natürlich Konkurrenz, sondern vermutlich auch den sportlichen Reifen im eigenen Haus, weil der Rode Deck 3 einfach so gut ist, dass dann die sportlichen Reifen, also Sportetec, aber auch sportliche Reifen anderer Hersteller ein bisschen in Erklärungsnot kommen und eigentlich dann ein bisschen, wie würde ich sagen, unnötig sind, aber nicht mehr wirklich nötig sind, weil das einfach so gut funktioniert.
Ja, Supermoto-Neuheiten. Da hoffe ich natürlich, wie viele andere auch, auf ein Supermoto auf Basis von den aktuellen 390er-Aggregat von KTM. Und ich hoffe natürlich auf eine neue 690er SMCR von KTM. Das, glaube ich, wird kommen. Einziges Manko an der 690er wird sein, dass es wieder unpackbar teuer ist, aber unpackbar geil. Und bei der 390er bin ich gespannt, ob sie kommt und ob sie dann so kommt, dass es wirklich begehrenswert ist. Da bin ich gespannt. Ja, meine Lieben, wie lange haben wir Sendezeit, Frau Kollegin? Dreiviertelstunde, bist du neues Bursch, das kann ich nicht antun. Das kann ich euch ja nicht antun. Letzte Frage, welche Tausender würdest du für die Landstraße empfehlen? Also das universellste Fahrzeug für Tour und Straße und Rennstrecke und alles, wenn ich alles zusammenfasse, ist die BMW S1000RR, weil die hat die Heizgriffe drauf und die hat einen sehr universellen Charakter, so wie ich. Ich habe mehrere Fahrzeuge in der Garage. Für mich ist die Fireblade SB die bessere Wahl, weil ich ein radikal handliches, unglaublich quirliges Fahrzeug möchte und mit der Maschine zum Beispiel jetzt nicht Daily Use auch fahre oder richtig weite Strecken fahre oder nicht fahre, wenn das Wetter nicht gut ist. Also da fehlen mir jetzt die Heizgriffe zum Beispiel nicht. Aber ich will diese kompromisslose Leichtigkeit und das versprüht diese Fireblade für mich einfach besser und das ist auf der Landstraße einfach so faszinierend. Aber das Universaltalent schlechthin ist die S1000RR, einfach weil die so leibend ausgestattet ist, du die so umfangreich konfigurieren kannst und die einfach keine Schwäche in irgendeinem Bereich hat, dass das einfach immer richtig passt. Ja, dann hören wir auf, weil Dreiviertelstunde ist ein Wahnsinn. Bedanke ich mich wirklich für eure Treue und fürs Zuschauen. Postet jetzt mal noch drunter wirklich diese Geschichte mit den Händlern. Wie weit seid ihr bereit, für eure Werkstätte, für euren Händler anzureisen? Die Motorradhersteller lesen sich das durch, die schauen diese Kommentare an und werden dementsprechend ihre Strategie hoffentlich anpassen. Und da muss man immer wieder, steht der Tropfen, hüllt den Stein, den Finger in die Wunde legen und den Herstellern ein bisschen auf den Zahn fühlen. Vielen Dank fürs Mitmachen, liebe Leute. Hat mich wirklich gefreut. Danke fürs tolle Feedback. Und nächste Top-5-Sendung, nächste Woche Montag, oder? Haben wir wieder was? Nächste Woche Montag um 12 Uhr oder 12.03 Uhr legen wir wieder los. Top 5 Scrambler. Bis dann.